wieder arbeiten. Naja, erstmal Kaffee und Banane. Und vor allem erstmal E-Mail checken. Ah, mal gucken, was so passiert ist. Oh, was denn das? Eine Nachricht von Matze? Was hat denn der mir zu sagen? Ach, von Matze, Mann, die Aufgabe. Ah, okay. Hallo Banana Joe. Der Schnee liegt schon auf den Straßen und Weihnachten steht vor der Tür. Naja, nicht wirklich. Es regnet eher. Zu dieser Zeit sollten wir alle nicht nur an uns selber, an die Familie, Freunde oder Bekannten denken, sondern auch an alle anderen, welche sich zum Beispiel ein schönes Weihnachtsfest nicht leisten können. Ich habe gehört, dass du dieses Jahr viele Bananen geschenkt bekommen hast. Was hältst du davon, wenn du diese Spenden weitergeben würdest und eine ganze Kiste voller leckerer Bananen der Tafel gibst? Viel Spaß dabei, den Menschen mal etwas Gutes zu tun. Mit weihnachtlichen Grüßen, der Matzemann. Ja, lieber Matzemann, Arzt hier, grüß dich. Deine Aufgabe nehme ich gerne an, sie gefällt mir und die wird jetzt umgesetzt. Aber nicht alleine, ich brauche Unterstützung, weil so eine Kiste Bananen, die wiegt so ein bisschen was. Aber ich glaube, ich will schon, wenn ich fragen kann. Also, let's go. Da ist meine Unterstützung. Lars, hallo. Und jetzt? Wir haben heute eine Mission für Matzemann. Kiste Bananen kaufen oder Tafel spenden. Rechts. Und noch dabei. Rechts? Was eigentlich von vorne? Unser Koordinator der ganzen Aktion, Simon. Hallo. Er macht auch mit. Leider ohne Aufnahme von der Kaufhalle, wo wir es her haben, aber hier sind die Bananen. War sogar recht einfach, die zu bekommen. Nur das Filmen da drin war halt nicht so einfach. Sonst hätte ich euch gerne mal noch ein Bild gezeigt von den leckeren Bananen, wie die alle da auf dem Laufband liegen. Na Simon. Hallo. Jetzt ab ins Auto und zur Tafel, wa? Genau. Matzemann, die Aufgabe wird langsam richtig zum Problem. Erst darf ich drin nicht filmen. Jetzt haben wir so wenig Platz im Auto, dass die Bananen einfach mal... Ich kann es gar nicht filmen, aber irgendwie... Ich werde gerade erdrückt von, weiß nicht wie vielen Kilo Bananen auf zur Tafel und mal die ganzen leckeren Sachen abheben. So, lieber Matzemann, Aufgabe hoffentlich erfüllt. Ich durfte zwar weder beim Einkaufen noch bei der Tafel filmen, wie ich es übergebe bzw. kaufe. Aber gut, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe die Aufgabe in deinem Interesse erfüllt. Und ja, Jungs, habt ihr noch was zu sagen? Ich wünsche euch allen ein frohes Fest, schöne Feiertage, genießt die Zeit mit eurer Familie und guten Rutsch ins neue Jahr. Auch von mir natürlich. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage und viel Spaß mit deiner Familie. Und natürlich auch von mir ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Feiertage, besinnt euch auf das Gemütliche im Leben, verbringt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden und entspannt mal ein bisschen. Und ansonsten noch einen guten Rutsch. Und das war's. Atzen Jens out. Banana Joe hat die Aufgabe hoffentlich gut erfüllt. Macht's gut, euer Jens.